Wir hatten seit Beginn 2012 hier ein Habichtpärchen ansässig und insbesondere ein Sperberweibchen. Diese Raubvögel bedienen sich an unseren Tauben und wir waren gezwungen, die Freiflüge so zu gestalten, dass wir sie zu unterschiedlichen Tageszeiten fliegen lassen mussten, weil wir Verluste oft von täglich 3 Tauben hatten. Es wären keine Tauben mehr vorhanden, wenn wir nicht regelmäßig auch sogenannte Zuflieger haben. Und diese Zuflieger halten jetzt, letztes Jahr und in Zukunft, denke ich, den Bestand immer so von circa 60 Tauben aufrecht.